Chapter 4, Wartham's Woes. War es das wirklich? Es tut so weh. War es das nach allem, was ich getan habe? Nein, nein, ich kann nicht aufgeben. Ich kann nicht aufhören und nehme dieses Ende nicht hin. Ich muss es tun. Ich muss meinen Dad retten. Wenn nicht ich, wer sonst? Ich bin die Einzige, die helfen kann. Ich werde nicht einfach aufgeben. Wartham muss während des Kampfes meinen Anhänger die Energie entzogen haben. Ich kann meine Kräfte nicht einsetzen. Es ist mir aber egal. Ich habe keine Angst. Ich werde erfolgreich sein. Das muss ich. Dort ist etwas im Schlamm. Teleskopfilter. Ja, und damit dann erstmal hallo und herzlich willkommen zurück zu... ich habe es gerade vergessen. Whispering Willows, genau. In der letzten Folge sind wir aus dem Fenster geworfen worden. Und ich hatte schon Panik, dass es das einfach war. Und jetzt haben wir einen seltsamen Teleskopfilter erhalten. Das heißt, wir müssen nochmal zur Sternenwarte. Nee, wie heißt das Ding? Doch, Sternenwarte oder so, oder? Achso, sie hört ja jetzt auch nichts mehr flüstern, weil sie... Doch, den Anhänger hat sie aber noch. Moment. Sie kann ihn aber nicht benutzen. Das ist richtig. Achso, hier war der Brunnen. Rückseite der Villa. Also ich nehme mal an, dass ich dahin muss, wenn das Ding vom Teleskop ist. Sternwarte. So. Die Frage ist jetzt nur... Muss ich... Achso, das war das mit der Treppe. Ich wollte gerade schon sagen... muss ich das hier oben einsetzen oder den Typen... Ah ja, okay. Das Teleskop verwenden. Hoch, runter, um eine Linse zu wählen. Achso. Links, rechts zum Ausrichten. Okay. Und dann? Dann habe ich einen großen Wagen oder was? Was soll ich denn machen? Keine Ahnung. Nichts ist passiert. Ach so, jetzt sehe ich das erst. Ein Strich. Dann geht's runter und unten. Ja, Moment. Das weg. Das ist der Strich. Das ist der Strich. Nee, Moment. Den müssen wir wegmachen, ne? Wo ist der jetzt gerade raus? Da ist er. War das das? Ja. Auch schon wieder eine Geheimtür. Was für ein Wunder. Eieiei. Immer diese Geheimtüren. Hätte ich jetzt fast nicht gesehen, dass da was war. Aber ich gucke nochmal ganz kurz. Kann man hier irgendwo? Da kann man nicht draufdrücken, ne? Okay. Ja, und den Geist können wir nicht machen. Ich versuche es zwar nochmal, aber... Nee, den können wir nicht machen im Moment. Müssen wir unseren Vater jetzt als Mensch quasi retten? Oder wie verstehe ich das? Hm. Nur eine einzelne Kiste. Für was könnte sie sein? Tja, gute Frage. Kann ich die mitnehmen? Hm. Nee. Hm. Laufen kann ich auch nicht. Achso, ich gehe dann kaputt, habe ich gedacht. Das ist eine Art Smiley. Bu-Ua. Okay. Das war eine Errungenschaft. Ich hab einfach... Was war denn das? Hä? Was hat mich denn jetzt umgebracht? Ich kann ja auch den Geist nicht... Ach, das war so ein Viech. Hä? Ja, aber wie soll ich jetzt bitte daran vorbeikommen, ohne dass ich den Geist rufen kann? Ihr wollt mich doch veräppeln.
bleib jetzt mal hier hinten stehen. Aber hier hinten kommt das wahrscheinlich nicht hin, oder? Ich meine, ich höre irgendwas klappern. Also ich vermute mal, dass der Dampf wohl zeigen soll, wo es ist. Wenn ich jetzt hier stehen bleibe, kommt es dann nach hier? Oben wird auf jeden Fall nichts angezeigt. Anhänger kann ich immer noch nicht benutzen. Das war direkt hier, ne? Das ist aber auch nichts, was irgendwie darauf hinweist oder so. Woher soll ich dann wissen, wo das ist? Also das ist ja jetzt selten blöd gemacht, ganz ehrlich. Wenn ich jetzt einfach durchlaufe, dann laufe ich dem Viech wahrscheinlich direkt in die Arme, sobald ich dann... Dann ist es da. Bis hier kann ich anscheinend noch durchlaufen. Ah, Moment, da sehe ich es jetzt gerade. Jetzt geh hoch, komm, komm, komm. Oh. Jetzt konnte ich aber unten das Ding nicht nehmen. Das stört mich jetzt ehrlich gesagt. Die Frage ist, kommen wir dann immer unten aus oder kommen wir hier oben aus? Ich will jetzt hier nichts triggern. Oh, ist das blöd. Ist das blöd. Ja, geh, los. Geh wieder da hoch. Oh mein Gott. Okay, nee, Notizen sind meine. Nee, Quatsch, Notizen ist richtig, oder? Die hier. Oh mein Gott. Hier ist etwas. Ich bin noch nicht ganz sicher, was es ist. Es ist nichts, was ich je gefühlt habe. Es löst ein ungutes Gefühl in meinen Magen aus. Ich kann die Gegenwart davon spüren. Ich spüre eine gewisse Anziehungskraft. Ich weiß nicht, wo es ist oder woher es kommt. Ich weiß nur, dass es tief im Inneren der Villa ist. Ich werde versuchen, es zu finden. Ich werde das Gefühl nicht los, dass hier eine tiefgründige Wahrheit verborgen ist und dass ich aus einem bestimmten Grund hier bin. Die Frage wird mir für immer auf der Seele brennen, wenn ich es nicht herausfinde. Okay. Oh. Rest your soul. Was ist das denn? Also ich habe jetzt einfach hier vorne, ich habe jetzt die ganze Zeit geklickt. Jetzt erschrecke ich mich auch noch davor. Ah. Ach so. Nee. Hä? Doch. Ich bin hier schon total verwirrt. Wieso ist der nicht direkt da reingegangen in das Ding, als ich gedrückt hatte? Ich wurde geschlagen. Ich habe versagt. Das ist etwas, was ich akzeptieren muss. Wortham hat die Energie meines Anhängers absorbiert und nun kann ich nichts verwenden, was Flying Hawk mir beigebracht hat. Ich fühle mich so machtlos. Gut zuhören, weil das gleiche Problem haben wir ja gerade. Aber ich kann jetzt nicht aufgeben. Nee, das ist ja unser Tagebuch. Okay, es ist früh am Morgen, es tut mir leid. Ich kann nicht aufgeben. Wo stand das jetzt gerade? Oh Gott, da. Dad war so nah. Ich habe ihn gesehen. Ich könnte ihn fast erreichen, wenn ich nur ein wenig stärker wäre. Nein, ich weigere mich. Ich weigere mich aufzugeben. Jetzt nicht. Niemals. Ich komme und hole dich, Dad. Wortham, pass besser auf. Oh, okay. Da unten ist auch nichts. So, da können wir noch links rum.
wünschte, ich könnte ein Musikinstrument spielen. Vielleicht lerne ich es eines Tages. Ja, ich kann nur sagen, warte nicht zu lange damit. Aus Erfahrung kann ich wirklich nur sagen, wenn man älter ist, dauert es länger. Ich habe versucht, Gitarre zu spielen, also Gitarre lernen, Gitarre spielen zu lernen, so rum. Da war ich schon weit über 30, glaube ich. Und ja, zwei Akkorde kriege ich hin. Mhm. Aber das war es dann auch schon fast wieder. Die Frage ist, jetzt müssen wir jetzt nach oben oder nach unten? Ich würde jetzt erstmal, glaube ich, unten links nochmal kurz gucken. Ich kann auch immer noch nicht, nee, ich kann immer noch nicht den Geist benutzen. Aber als Kind habe ich halt Flöte gelernt, unter anderem. Und das ging super, ja gut, super einfach will ich jetzt nicht sagen, ne? Man braucht natürlich immer eine Zeit. Aber das ging wirklich, wirklich gut. So, unten war nichts. Also gehen wir mal nach oben. Ich könnte Dads Jacke nicht hier lassen. Ja, wollte sie auch nicht. Oh. Oh. Ja, später. Geh runter, geh runter, geh runter. Oh. Dann lesen wir mal kurz, was wir jetzt... nee, hier haben wir es nicht, ne? Bei den Notizen. Das sind sogar zwei neue. Habe ich jetzt eins überschlagen? Ich bin nicht sicher, was ich getan habe. Es fühlt sich an, als ob Teile meines Wesens von mir zerrissen wurden und zu neuen, dunklen, schattenhaften Dämonen umgeformt wurden. Sie durchstreifen das Gelände und ich kann ihre Anwesenheit spüren, wie sie wie Kakerlaken herumhuschen. Ich glaube nicht, dass jemand anderes sie sehen kann, da ich der Einzige bin, der sich auf die andere Seite eingelassen hat. Und ich habe es nicht unbeschadet überstanden. Ich habe getan, was ich kann, um sie zu unterbinden, aber ich weiß nicht, wie gut es funktionieren wird. Ich habe Dinge gesehen, die die meisten nicht wagen würden, und ich habe das verborgene Wissen, wonach sich alle sehnen, die Unsterblichkeit. Ich habe noch nicht die Mittel, um dies auf lange Zeit zu ermöglichen, aber ich kenne den Weg. Ja, dann haben wir von ihm auch schon... Wieso kann ich jetzt hier nicht runtergehen? Hallo? Achso, weil ich hier... Dann haben wir auch schon fast alle von ihm. Ich bin tiefer in die Villa gegangen, um die Quelle dieser rätselhaften Macht zu finden, die nach mir ruft. Ich wollte sie ignorieren, aber ich kann es einfach nicht. Es ist in meinem Kopf, selbst wenn ich schlafe. Ich habe Schwierigkeiten, mich in der Villa zurechtzufinden. Es gibt so viele Türen, die verschlossen sind oder einfach nur blockiert wurden. Es gibt sogar einen Raum, wo die Decke eingestürzt ist. Ich habe nachgesehen, aber es existiert kein Grundriss des Gebäudes in den Archiven. Ich weiß, ich werde es finden. Es wird bloß etwas dauern. Ich spüre es in meinem Herzen. So müde, muss weitergehen, ja... Ich hoffe jetzt, hier unten kommt jetzt nicht auch noch so ein Viech. Ich habe es ins Herz der Villa geschafft. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe zu finden. Denn dort war nur ein leerer Raum, wie die vielen anderen auch. Ich fühle mich nicht wohl da, sonst... Ich fühle mich nicht wohl da, aber sonst ist dort nichts Besonderes, glaube ich. Ich habe aber noch immer ein ungutes Gefühl in der Magengegend. Es ist eine Vorahnung, die mich an eine Art drohende Strafe erinnert. Ich habe so viel Zeit in dem Raum verbracht, wie ich konnte. Ich habe nach Hinweisen gesucht. Jetzt weiß ich nicht mal, ob ich meine Suche beenden soll oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich fühle mich plötzlich so hoffnungslos. Ich will nur meine Familie sehen. Okay. Da müssen wir offenbar... Nach links. Die Frage ist, ist rechts irgendwas, was wir... Das Vieh ist doch hier. Ich höre das doch. Bleibt das jetzt über mir, oder was?
Das ist jetzt rechts, okay. Das sind zwei? Oh nein. Oh, und ich muss wieder von vorne anfangen. Och, ich hätte einfach da runtergehen sollen. Ich wollte wissen, ob da noch was ist. Oh, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Oh, oh, oh. Ich darf nicht reden. Ich weiß nicht, wie schnell das ist. Ah, da hinten ist es. Okay. Okay. Also ich gucke da nicht nach den Sachen, sondern gehe dann direkt weiter. Leute. Also ich musste jetzt so leise sein, es tut mir leid, sonst hätte ich das nicht gehört. Ich habe zwar einen sehr gute Kopfhörer, aber ich wünschte, Dad wäre hier, um mit mir zu spielen. Oh Gott. Huch, neuer Tagebucheintrag. Ich weiß jetzt, was diese Dämonen sind. Sie sind Teile von Warthams verdorbener Seele und sie haben ihren eigenen Kopf. Er hat in Gebieten geforscht, in denen er nicht hätte forschen sollen. Er hat nach Wissen gesucht, das nicht für Menschen bestimmt war. Was darin endete, dass seine Seele zerbrach und seine geliebten Kinder erschaffen wurden. Ich muss vorsichtig sein bei ihnen. Sie agieren als Warthams Wachhunde und ich darf nicht zulassen, dass sie mich schnappen. Ansonsten würden sie mich in Stücke reißen. Ja, ich gehe mal stark davon aus, dass die diese Viecher meint. Diese Krabbelviecher hier. Okay, schnappen wir uns erstmal das zum Lesen. Ah, 9. Damit haben wir das auch abgeschlossen. Sehr schön. Ich weiß nicht mehr, was vor sich geht. Ich verliere Teile meiner Tage hier in der Villa. Und ich weiß nicht, warum. Manchmal kommt es mir vor, als würde mich jemand verfolgen. Und ich höre Geflüster in meinem Ohr. Aber wenn ich schaue, ist dort niemand. Letztens habe ich mich in den Katakomben wiedergefunden, wie ich zur Tür gestarrt habe. Ich konnte mich nicht erinnern, wie ich dort gelandet bin. Das Letzte, woran ich mich erinnern konnte, war, dass ich ein paar Hecken getrimmt habe. Ich bin heute Morgen hier aufgewacht. Ich bin nicht sicher, ob ich es überhaupt nach Hause geschafft habe. Aber das muss ich wohl. Meine Erinnerung ist so verschwommen. Ich muss sicherstellen, dass ich zu Hause anrufe. Ich muss mit meiner Familie reden. Ich weiß nicht warum, aber ich muss es einfach. Okay, dann würde ich aber schon fast sagen, dass wir bald alle... Die haben wir komplett, die haben wir auch komplett. Eins von Wartham fehlt tatsächlich noch. Ja, eins von Wartham fehlt noch. Dann sind wir aber durch. Achso, das war die Treppe. Sieht aus, als stünde diese Rüstung hier schon seit Ewigkeiten. Er braucht seine Waffe. Okay. Die Tür ist verschlossen. Schauen wir mal. Da ist auch nichts. Drücke links, rechts, um die Waffe anzupassen. Normalerweise halten die so. Passiert nichts. Tür ist verschlossen.
Okay. Wie war das Gewehr? So ungefähr, oder? Ja, so ungefähr. Ach, Moment. Ich weiß nicht, ob es so einfach ist. Dem fehlt eine Waffe. Daneben ist ein Gewehr. Und die Lampe, die steht auch so schräg. Aber wir können dem unten jetzt nicht die Waffe wegnehmen. Ich hätte es gesagt, sonst können wir die nach oben stellen. Oder aber man kann das ungefähr so machen, wie das Teleskop steht. Ah, okay. Also es muss immer so sein wie auf den Bildern daneben, so wie es aussieht. Die Tür ist auch verschlossen. So, das Bild steht auf dem Kopf. Naja, Moment. Das Bild steht auf dem Kopf. Heißt das, dass die nach unten muss? Ich kann die gar nicht richtig bewegen hier. Heißt das, dass sie nach unten zeigen muss oder heißt das, dass sie nach oben zeigen muss? Weil wenn das Bild nicht auf dem Kopf steht, zeigt die ja nach oben. Nee, das hat anscheinend nicht geholfen. Mal gucken. Ich komme ja gerade nicht mehr rein, doch jetzt. Das wäre jetzt fies. Also nach unten ist natürlich logischer, weil das Bild ja extra verkehrt rum hängt, denkt man. Ah, aber anscheinend hängt es nicht extra verkehrt rum. Das sind miese kleine. Die Keule ist zu schwer. Wie konnte jemand sie jemals schwingen? Das wird dann wohl die Waffe sein, denke ich mal, die wir dann hier oben brauchen. So. Können wir die da reinstecken? Ja, perfekt. Dann machen wir die nach da. Perfekt. Und wir haben was freigeschaltet. Nightlight. Okay. Neue Notiz verfügbar. Die ich nicht lesen durfte, weil ich direkt rausgeworfen wurde. Warum? Warum nur? Warum? Wo ist sie denn jetzt? Hä? Achso, das war hier die letzte, die wir noch brauchten. Die Zeit ist gekommen. Ich habe vorbereitet, dass mein Anwesen überlebt, wenn ich fort bin. Und so soll es sein. Für die kommenden Generationen werden alle Einheimischen meinen Namen kennen. Ich bin der Gründer dieser Stadt und ich bin noch nicht mit ihr fertig. Die Unsterblichkeit ist in meiner Reichweite. Ich muss nur danach greifen und sie mir nehmen. Danach wird mir Zeit nichts mehr bedeuten, während ich weiterhin im Äther nach einer Möglichkeit suche, meine Martha wiederzusehen. Am Ende werde ich bekommen, was ich will. Das tue ich immer. Alles, was ich jetzt brauche, ist ein geeigneter Wirt. In meiner Jugend hatte ich vor, die Quantaco auszurotten, aber ich bin froh, dass ich in meinen Bemühungen gescheitert bin. Eines Tages wird ein Nachkomme jenes törichten Schamanen dieses Grundstück betreten. Wenn dieser Tag kommt, werde ich meine Erlösung kennen. Ich werde die Spinne sein und er die Fliege. Ich werde ihm die Macht aus seinem Blut pressen und sie absorbieren. Meine Zeit wird früh genug kommen. Ich stehe über den Gesetzen des Diesseins und weder Mann noch Frau wird mich aufhalten. Ja, das klingt jetzt nicht gut und ich befürchte ehrlich gesagt, dass wir dieser Nachkomme des Schamanen sind, von dem da die Rede ist. Ich würde sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir in der nächsten Folge schauen, wie es weitergeht. Das kommt vom Zeitlichen ja gerade so schön hin. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.